Servus und hallo YouTube, herzlich willkommen in einer weiteren Folge hier auf der Geiselsberg. Ja, was liegt an? Wir wollen heute eine Überkopfdüngung machen mit Flüssigdünger auf dem Kleefeld hier gegenüber. Da muss nämlich noch was gemacht werden. Ich würde sagen, wir versuchen mal, muss ich immer sagen, versuchen. Das ist hier mit den Schläuchen immer so eine Sache. Hat aber schon mal geklappt. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, wie der Schlauch hier dran kommt. Wir steigen mal ein, schalten den Schlepper ein. Und mal das Hilfemenü mal kurz anmachen. Pumpen stimmt. Das funktioniert schon mal. Bin immer begeistert. Dann gucken wir uns nochmal die reduzierte Menge ein. Machen wir mal so. Ja, bisschen blöd, wie der Schlauch da angekoppelt ist. Vielleicht müsste ich mal anheben. Ist das dann etwas besser? Ja, das ist dann besser. Aber er müsste auch dran gehen, wenn sie leicht runtergestellt ist. Er hat schon mal so weit eingeladen. Das heißt, ich kann erst mal ausschalten. Wieder aussteigen. Was hier noch etwas schöner wäre, wenn man den Schlauch auch ja, so ablegen könnte. Aber der rollt sich dann immer wieder aus. Ja, der ist also mehr als flexibel. Der ist eher strack. Aber kann man nichts machen. Das ist ja so. Und dann muss man das halt auch so annehmen. Dann würde ich sagen, fahren wir mal gleich auf das kleine Feld. Da ist ja so viel nicht zu machen. Nur dass da die Düngung, die letzte Stufe auch noch drauf kommt. Und dann können wir schon einsteigen wieder und können na, für Heu ist es vielleicht noch ein bisschen früh, aber wir versuchen es mal. Wir werden auf jeden Fall mähen. Hier müsste ich mir auf jeden Fall mal die Außenansicht mal holen. Allein wegen den Gestänge. Mal gucken, wie weit das ausklappt. Oh, das wird noch lange nichts. Da können wir noch ein ganzes Stück rüberfahren. Ja, also es ist ein Wahnsinnsgerät, diese Querneland. Wir werden auch noch mal einen Gang runterschalten. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Halt! Rückwärtsgang habe ich doch drin. Du musst rückwärts fahren, mein Freund. Ja, und wir werden wahrscheinlich auch nochmal hier, das werden wir aber später machen, nochmal gegen Unkraut vorgehen müssen. So ein bisschen ist drin, viel ist es nicht. Ja, hier ist sowieso eine kleine Kante, allein geschuldet von dem Hof, aber geht so. Wie gesagt, großartige Arbeit ist das jetzt hier nicht. Aber man sieht auf jeden Fall, es wird etwas dunkler am Boden. Das heißt, die Düngestufe wird angenommen. Was ist denn heute los? Ja, wie gesagt, das ist eine Arbeitsbreite. Also das ist ein sehr schönes Gerät, muss ich sagen. Aber ist fast in der Innenansicht, mal kurz rein, ist fast in der Innenansicht gar nicht zu fahren. Das kann ja kein Mensch abschätzen. Du kannst ja nur grob machen, aber wenn, dann bleibst du ja sowieso überall hängen. Dann ziehen wir gleich rum. Das war schon zu weit.
fahre nochmal ein Stück zurück. Wegebereifung habe ich logischerweise schon aufgezogen. Aber es sieht sich ganz gut aus jetzt. Teilbreitenabschaltung wäre auch noch so ein Thema, aber leider gibt es das noch nicht. Ich muss ein bisschen mehr ausholen, sonst bleibe ich auch an dem Baum hängen hier. Das ist fast zu groß hier für das kleine Feld. Weil dann hätten wir jetzt nämlich hier eine Überlappung drin und dann würde auf der rechten Seite, ja, ich schätze mal mindestens, wenn ich das so vom Augenwinkel her noch so in-game schätzen könnte, mindestens mal 6 bis 8 Düsen, die dann gesperrt würden und würden dann abgeschaltet, weil da schon auf dem Feld schon Dünger ausgebracht wurde. Das heißt, wir fahren dann nochmal die Mitte durch, leider. Dann muss ich extrem überlappen fahren. Aber ich kann es leider ja nicht ausschalten. Und wie gesagt, Pflanzenschutz müsste auch noch ausgebracht werden. Aber das ist hier so gering. Müsste das eigentlich so weit schon mal schicken. Also wir können die ganze Geschichte schon wieder einklappen. Nur aufpassen, dass wir hier beim Rausfahren nirgendwo hängen bleiben, dass das Gestänge auch hundertprozentig... Ja, ist eingefahren. Und dann würde ich auch gleich sagen, geht's gleich weiter, da wir schon den frühen Sommer haben. Da wir schon den frühen Sommer haben, dass wir gleich hier loslegen, mal gucken, ob es Silage nur wird oder ob wir davon auch Heu machen können. Vielleicht mache ich einen Teil auf jeden Fall zu Heu, weil wir brauchen Heu. Die Luzerne ist soweit noch nicht ausgegangen, die haben wir ja zum Schluss erst angesät. Die ist noch relativ... jung vom Wachstum. Und hier, das war ja ein Feld, was schon bestanden hatte. Deshalb ist das auf jeden Fall von der... Wachstumsstufen und von dem Wachstum auf jeden Fall weiter. So, dann lassen wir das Ding nochmal runter. Den lasse ich angehängt, da muss ich nachher nämlich nochmal was düngen. Und dann geht es gleich weiter. Ich denke, wir nehmen mal den 818er Fendt und werden runterfahren auf die große Wiese. Und werden da mal den ersten Schnitt erledigen. Brauchen wir momentan nicht. Oh, das passt ja. Da fahren wir gerade rückwärts. Und hängen schon mal das Heckwerk an. Jawohl. Rangieren in der Halle. Ah, das passt sich. Hinten haben wir auf jeden Fall noch Platz. Und dann muss ich mir auch noch mal einen besseren Platz hier suchen für den Ballenwagen. Der blockiert mir nämlich alles. Da komme ich nämlich nicht mehr vorbei mit meinem dicken Bauch.
Das ist äußerst eng hier, leider. Ich musste mir, wie gesagt, einen besseren Platz suchen. Vielleicht fahren wir den... Ah, da geht noch ein Stück. Sehr schön. Heben wir das auch noch mal kurz an. Das macht er. Bremse raus. Und los geht's. Den ausholen. Oh, Kaffee ist all, leider. Das Handgas war noch an, das war's. Ich hatte mich eben schon gewundert. Ja, sieht ganz gut aus vom Bestand her. Klappen wir hinten noch runter. Halt, das war falsch rum. Ja, einmal weiterschalten. Auch an. Und dann geht's los, hätte ich gesagt. Wollen wir mal gucken, was hier so runterkommt. Also, wie gesagt, vom Bestand her sieht's ganz gut aus. Ist auf jeden Fall ein Riesenstück Wiese hier. Ist leider hier in der Map-Version hat die keine Nummer. Müssen wir mal gucken, hat die denn überhaupt eine... Ja, man sieht jetzt hier auch nämlich nichts. Und wenn du hier in die Übersicht gehst, ne? Na komm, mach doch. Wir sind hier auf dem Stück. Es steht hier leider nichts dabei. Doch hier, ne? Zumindest die Fläche. Es sind 3,22 Hektar. Aber wie gesagt, es ist keine Nummer hier vorhanden. Wie hier unten auch. Warum auch immer. Ich denke mal, vielleicht wird das in dem Update, was ja bald kommen soll... hoffentlich kommen soll, dann soweit alles vielleicht nochmal überarbeitet sein. Und es sind sowieso hier und da ein paar kleine Fehler drin, aber ich denke, die werden dann alle ausgemerzt. Weil für mich ist auch eine immer noch eine sehr schöne Karte. Wie gesagt, ich habe jetzt so viele neue Sachen hier schon auch gestern Abend nochmal in verschiedensten Discords noch ein paar Links gesehen oder bekommen von neuen Maps, die da kommen sollen. Also das ist schon Wahnsinn, was da los ist. Habe ich gestern Abend, die heißt Ayers Hold. Ist, glaube ich, von einem Englischsprachigen, ich nehme an, dass es ein Amerikaner ist. Eine Map, die da auch mit der Horse Extension kommen soll. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt. Ist eine Vierfach-Map. Leider auch wieder ein Riesending. Aber für das es eine so große Map ist, ist es sehr, sehr schön hier von der Landschaft her gestaltet. Also sieht auch ganz gut aus. Da habe ich aber momentan noch eine Version, die hat nur die Forge Extension Ready drin. Und wie gesagt, die soll dann demnächst auch noch mit der Horse Extension Ready kommen. Das heißt, es sind dann die kompletten Sachen verbaut. Wobei ja wieder im Discord von der Farming Agency, da wird ja schon, was weiß ich, alles angekündigt, was dann noch kommen soll. Die machen logischerweise immer noch ein kleines Geheimnis draus, aber es kommen anscheinend noch extrem viele Sachen und Ideen, die haben. Also Wahnsinn, Wahnsinn. So, sehen wir mal zu, dass wir außen drumherum erstmal ein bisschen frei bekommen. Puh, da steht, wie gesagt, sehr gut. Bin ich sehr zufrieden.
Wobei man hier, ich konnte hier nicht düngen, warum auch immer. Ich denke, dass das vielleicht auch dran geschuldet ist, dass das nicht richtig als Wiese eingetragen ist. Und ab und zu die Kühe bzw. hier die Bullen, die frieren manchmal ein. Aber die erholen sich dann immer wieder. Das ist schon mal soweit ganz gut. Ich denke, hier für Silage wird es wahrscheinlich zu gewaltig werden. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch einen Teil, wenn es denn das Wetter zulässt und die Zeit, auch noch Heu machen. Weil bewölkt ist nicht schlimm, nur regnen darf es logischerweise nicht. Ich denke, wir werden es auf jeden Fall schon mal wenden. Beziehungsweise man könnte auch erst einfach außen zusammen machen, mal gucken, wie viel Ballen es gibt und den Rest wieder dann erst wenden. Dann hätten wir zumindest schon mal die Gewissheit, wir haben so und so viel Ballen Silage. Ist ja im Fahrsilo auch soweit schon eingefahren. Dann wären wir da relativ gut aufgestellt und könnten den Rest zu Heu verarbeiten, weil wenn wir das alles hier zu Heu machen, wird es mit Sicherheit viel zu viel. Weil so viel Ballen bräuchte ich dann, glaube ich, doch nicht. Das sieht schon mal ganz gut aus. Nehmen wir immer die Ecken immer noch mal ein bisschen mit, wenn wir hier hoch düsen und drehen. Dann ist das auch relativ. Na komm, schalt mal um. Sauber gemäht. Sagen. Fahren wir einmal noch drumherum, dann haben wir es auf jeden Fall so weit schön sauber. Zum Umdrehen dann immer, dass ich nicht in den Bestand fahren muss vom Futter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es hier oben machen. Das ist keine komplette Spur. Ich würde sagen, wir fahren erstmal der rechten Seite vorbei. Und dann nehmen wir den Baum bzw. den Mast aus. Ja, so machen wir es auch. Jawohl. Kleines bisschen kann stehen bleiben. Kann ich sowieso nicht mit dem Wender bzw. dann der Ballenpresse hin. Ansonsten bräuchte man noch einen Rechen, dass man das noch ein bisschen frei rächt. Aber das Stückchen geht noch. Machen wir vorne noch ein bisschen. Und hier noch. Dann haben wir das soweit auch. Sehr schön. Ja, und ich bin auch mal gespannt, ob einige Maps dann wenigstens kommen. Und es ist der Gea-Stall bzw. der Lelly mit der Fütterungsautomatik soweit schon in der Karte integriert. Das wird mich dann auch mal interessieren, ob das der ein oder andere Modder mit einbaut. Wie gesagt, gerade bei größeren Maps, wo kalkuliert ist, dass du mit, was weiß ich, über 200 Kühen, Rindern oder was weiß ich spielst, wäre es logischerweise angebracht, denke ich, dass man dann hier einen Fütterungsautomaten schon mal soweit hat. Ach, das spiegelt sich, ich dachte, da hinten wäre eine Mauer, das ist, das spiegelt sich die Sonnenlicht in der Scheibe. Ja. Noch ein bisschen Außenansicht. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier einen Break und dann bin ich wieder da, wenn es soweit fertig ist. So, weit haben wir es jetzt. Mal die Mähwerke ausschalten.
Halt. Einmal einklappen. Zweimal einklappen. Das heißt, wir fahren jetzt noch hoch, holen den Wender. Ich denke dann immer den Johnny und werden nochmal hier anfangen zu wenden. Das muss zumindest einmal erstmal gewendet haben. Dann gucken wir mal, wie das Wetter sich weiterentwickelt. Es soll aber, so wie es aussieht, besser werden. Und dann können wir zumindest schon mal anfangen, Silage Ballen zu pressen, denke ich. Und der Rest, denke ich, geht oder wird zu Heu. Fahren wir den erstmal dahin. Den müssen wir erst noch sauber machen. Sauber machen, machen wir nachher. Dann bremse rein. Jetzt gleich zum Johnny. Wender steht vorne beim Kuhstall. Den Schwader muss ich hier reinbringen, weil der zu hoch ist, leider. Das ist immer so ein kleines Problem mit den Geräten. So, geht's los. Das sieht schon witzig aus mit dem Schlauch am Düngebehälter. Na. Holen wir mal das gute Stück raus. Farblich passt das auch ganz gut zum Johnny. Ja, das ist schön, da kann man schön runter gucken zum Anbaubock. Das hat ja fast auf einen Millimeter geklappt. Sehr schön. Das ist er. Immer noch einer meiner Lieblinge, muss ich sagen. Altes Stück, gut hergerichtet, gut zurechtgemacht, schöne Texturen. Sound ist sowieso Weltklasse. Kann man sich nicht beschweren. Klappen wir mal auf. Läuft doch. Ah, er könnte einen Ticken breiter sein, dann würde er auch zwei Spuren mitnehmen. Ja, manchmal geht's. Aber für einen 8-Kreisel-Schwader ist das schon sehr gut. Wollen wir mal gucken. Ja, vom Streubild her finde ich auch immer, könnte es etwas, gerade wenn so viel Futter hier liegt, das etwas schöner sein. Aber ich weiß nicht, wie weit oder wie schwierig das ist von den Texturen. Weil ich finde, es könnte etwas dichter liegen. Das heißt, wir müssten einfach in der mittleren Spur so fahren. Dann würde das nämlich funktionieren. Wie gesagt, zwei Mähwerksspuren nimmt er komplett mit. Zwei Schwad. Ja, sieht gut aus. Kurven muss man ein bisschen wahrscheinlich eher außen fahren. Aber wieder aufpassen, dass man nicht die Bäume so weit ankratzt. Dann fahren wir eine Runde. Ganz gut aus.
Baumreihen sind noch weit genug weg. Mal wieder ein Stückchen reindrehen. Ja. Das ist nur, wenn man nach hinten guckt, wird es schwieriger mit dem Vorwärtsfahren. Ist aber jetzt auch wieder noch mal wegen dem Zaun. Ja, das klappt aber. Hier noch mal gucken außen. So, hier noch mal bei der Feldeinfahrt. Sehr schön. Da müssen wir nochmal drumherum fahren. Passt das? Das passt sich. Ja. Denke ich, so weit, so gut. Handbremse rein, Silo machen, läuft. Bin ich ganz zufrieden. Wollen wir mal gucken, wie viel Ballen es hier gibt. Und dann haben wir schon wieder etwas mehr für die Tiere. Und dann geht es ja schon weiter. Es muss auf jeden Fall dann die Luzerne noch runter. Die ist aber noch im Wachstum. Die Klee muss runter. Und dann geht es ja fast schon wieder in den Sommer rein. Ja. Und dann wird schon das erste Getreide kommen. Tja, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Restsonntag. Lasst es euch noch gut gehen, geht raus. Wetter ist Weltklasse. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier auf der Geiselsberg. Tschüss, Servus, macht's gut. Ich bin raus.